So, und damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und ja, was gibt es heute noch zu sagen? Ich muss die Folge leider pünktlich beenden, weil ich heute noch einiges zu tun habe. Und das ist schon sehr spät. Deswegen nimmt es mir hoffentlich nicht übel. Renoviert. Gucken wir mal, wir können auch investieren, machen wir direkt. Und abheben können wir auch bestimmt. So, nehmen wir wieder raus. Und dann gucken wir mal, was wir noch alles machen können. Also wir haben noch sehr viel Unentdecktes hier auf der Karte. Borgia-Türme, hier Ezios Unterschlupf. Ja. Wir werden jetzt einfach alles mitnehmen, was auf dem Weg da ist. Bis zum Borgia-Turm. Ich wollte Pferd nicht rufen, sorry. Doktore. Komm, seid nicht schüchtern. Komm, komm, seid nicht schüchtern. So, wo müssen wir lang? Ja, wir laufen in die richtige Richtung. Hier den Schneider nehmen wir auch noch mit. Ist er unten oder oben? Ja, hier. Die Qualität unserer Nähte ist legendär. Hier wisst ihr, dass ihr das Beste bekommt. Erstmal aufrichtig hinsetzen, ne? Die Bank nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Müssen unser Einkommen steigern. Damit wir uns alles direkt leisten können. Und je früher wir das machen, desto besser. Die beste Ware steht zur Hand. Nur zu, ihr wisst, was ihr wollt. Das habe ich ja eben schon. Oh. Ich Vollidiot. Ich dachte, das habe ich noch nicht geholt, weil es ausgeraubt war. Hier können wir auch investieren. Machen wir mal. Und dann abheben. So. Dann gucken wir mal auf die Karte. Rom zu 32% wieder aufgebaut. Ist noch viel zu wenig, viel zu wenig.
komm. Hol mir noch die zwei Sachen hier und dann gehen wir Richtung Borgia-Turm. Müssen ja auch ein bisschen Action in der Folge haben, nicht nur hier herumgelaufen. Ja, wieder schade. Ist über mir, ne? Ah, das ist über mir. Oder? Nee, ist es nicht. Wo ist es denn? Ach, hier. Ich bin blind. Ich kann Knochen richten, Schnitte nähen, Wickel anlegen und so. So. Gut. Hier den Schneider holen wir noch und dann haben wir hier die obere Hälfte, in der Mitte haben wir dann alles gekauft. Ah, lasst mich in Ruhe. So. Sehr gut. Nur die beste Kleidung hier. Seide und fein gewobenes Leinen. Da könnten wir eigentlich mal kurz reinschauen. Beutel. Ah, gucke mal. Die könnten wir eigentlich alle kaufen. Erstmal Medizinbeutel holen. Messergürtel. Ich benutze kaum Messer. Rauchbomben benutze ich auch kaum. Aber komm, Messer nehmen wir mal trotzdem, glaube ich, mit. Dann zurück. Kleiderfärben, Gegenstände verkaufen. Ah, komm, verkaufen wir mal alles. So, adio. Ich liebe diese Musik, ne? Ich weiß nicht wieso. Es hat so dieses gewisse Geheimnisvolle. Ich bin echt sehr gespannt auf Valhalla. Ich freue mich so riesig auf das Game, glaubt ihr mir gar nicht. Es ist natürlich nicht mehr Assassin's Creed, so wie es jetzt zu der Ezio-Zeit ist. Aber ja, die Spiele entwickeln sich weiter, damit müssen wir uns leider abfinden. Ezio wird wahrscheinlich nie wiederkommen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Meisterwerken des Verehrten und schmerzlich vermisst. Obwohl es eigentlich so einfach wäre, die haben so viele Möglichkeiten durch den Animus. Ezio wieder auftauchen zu lassen. So viel Potenzial. Na egal. Lassen wir das Thema sein, sonst hören wir nicht auf zu reden wieder. Lasst mich in Ruhe. Wie, du kannst da nicht hochklettern? Ach komm. Dann gehen wir halt außen rum. Nein, ich möchte keine Heilung.
möchte auch keine Tränke. Ich möchte nur hier aus der Gasse raus. So. Ja gut, ne? Wenn die keine Wachen haben, sind die selber schuld, ne? Typen jagen? Nee. Scheiß drauf. Irgendwann taucht er sowieso wieder auf vor uns. Der Augenzeuge. Weil der despawnt und dann spawnt er wieder vor einem. Keine Ahnung wieso. Die hätten das eigentlich viel interessanter machen können. Dass er sich immer weiter weg von uns weg entfernt. Jetzt ist er wieder hier. Gibt überhaupt keinen Sinn. Nein, nicht fallen lassen, verdammter Hacke. Oh, jetzt muss ich wieder außen rum. So, da wären wir. Nein, wir synchronisieren noch nicht. Wo ist hier die Adlerstelle? Da. Wir müssen erstmal synchronisieren. Und dann können wir es abfackeln. Wie sich das anhört. Erst synchronisieren, dann abfackeln. Muss mir nur ganz kurz was zu trinken. Einschütten. Morgen kommt auf jeden Fall wieder eine Folge LOL, Leute. Ich habe die Prestige-Tokens zusammen, die 2200, und habe auch noch zusätzlich 100 Prestige-Punkte. Und morgen werde ich mir auf jeden Fall einen neuen Prestige-Skin holen. Den dann mit euch zusammen spielen. Madonna, damit habe ich nichts zu tun. So, Bekanntheitsgrad ist wieder weg. Dann können wir hier die Gebäude in der Nähe noch abkaufen.
wenn ich sie finden würde. Ist wahrscheinlich hier oben. Ja. Einfach im letzten Eck, so als ob das da irgendjemand besuchen würde. Egal. Wir können ja mal reinschauen. Wir haben eine etablierte hauseigene Schlosserei für all. Neue Waffen. Oh. Na, wir müssen auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall diese Tasche holen, diese schwere Tasche, damit wir so eine Spadone holen können. Die hat plus 4 Schaden. Die ist halt wirklich extrem gut. Und dann kleine Waffen gucken wir mal. Ja, da haben wir schon das Beste. Armbrust könnten wir uns holen. Komm, holen wir uns die Armbrust. Munition, Armbrustbolzen, Behälter voll. Gut. Bitte kommt wieder. Achso, wir könnten mal schauen, ob wir was reparieren können. Waffe Netius Unterschlupf freigeschaltet. Eliminieren Sie ahnungslose Gegner los aus der Distanz. Sehr gut. Alles reparieren. Rüstung repariert. Nice. Ich habe gerne geholfen. So. Dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Hier in der Nähe sind noch sehr viele Sachen, die wir kaufen können. Das machen wir, glaube ich, erstmal. Die beiden Ärzte habe ich schon gehabt. Nur die beiden könnte ich noch machen. Ja. Wir kaufen noch ein paar Sachen. Das ist echt komisch, ich habe gar nicht in Erinnerung, dass so viele Leute herumliefen und mich die ganze Zeit beim Laufen gehindert haben. Das stört mich wirklich. Sorry. Nein, muss er nicht, sorry. Ach, hier. Ach, wir haben kein Geld. Gut. Dann machen wir eine Mission erstmal. Hier ist ein Kurtisanenauftrag, das könnten wir erledigen. Bayerische Gesandte letzte Nacht. Sie müssen mich betäubt haben. Doch wie? Wir tranken aus demselben Becher. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Kommt, wir müssen sie finden. Also in dem langsamen Tempo können die ja nicht weit zu weit sein, wenn die so läuft. Vielleicht steht sie noch unter Betäubung. Die läuft auf jeden Fall so. Der geht's nicht gut, der Arm. Wie die guckt. Oh Mann.
Er war dabei. Was zeigst du mit das? Ist die höchste im Garten. Ich kenne ihn, aber was soll's? Kommt, ich finde einen anderen. Das wird euch eine Lehre sein. Ja, die Frau steht da echt komisch. Jetzt wird sie sagen, sie war dabei. Oder auch nicht. Ah, da drüben. Ich sehe ihn schon. Ihr habt mich betäubt. Ich kenne seinen Namen. Giesbert. Oder was? Ja? Folgt mir. Jetzt, wo wir hier sind, ich habe kein Geld. Sonst hätten wir die Bank aufkaufen können. Schade, müssen wir warten, bis wieder Einnahmen gekommen sind und dann bei einer anderen Bank abheben. Grazie, Ezio. Mindestens zwei von denen waren letzte Nacht dabei. Buona fortuna. Und haltet euch vom Wein fern, Madonna. Okay, das haben wir erledigt. Haben wir noch Zeit? Ja, ein bisschen. Hier ist noch so Rosa in Fiore. Das machen wir jetzt. Und nach der Mission mache ich dann einen kurzen Folgenstopp. Weil, wie gesagt, heute leider nicht so viel Zeit für AC. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann hau ich morgen auch eine AC-Folge raus. Hört nicht auf die sogenannten Experten, welche die Kunst Botticellis verherrlichen. In 10 Jahren hat man ihn vergessen. Ach so, das war das Haus, okay. Mal gucken, vielleicht haben wir hier eine Mission. Nee, scheint nicht so. Na? Was geht ab? Gut, gehen wir wieder raus. Oh Mann. Komm, machen wir die Erinnerungen.
ausgewählte Werke von den kleinen Meistern Umbriens wurden sorgfältig. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraucht. Von San Vincenzo di Vernazzano, die die Gebeine von San Duarte vor sich her trägt. Die Burg ist noch gesperrt, leider. Toleriert werden. Die Heiligen mögen eure Inbrunst gutheißen, das Konzil aber nicht. Die Pilger werden gebeten, alle Unfälle, Diebstähle und Probleme bei der Bewirtung selbst bagatellen. Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patrizio. Aha. Diese Hure schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im Haus haben. Wir nehmen es gerne in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palast, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar. Seid ihr nie einer Frau wie Lucretia begegnet? Ja, die volle Synchronisation haben wir verkackt, leider. Ich sehe ihn! Da!
das war auch wieder echt knapp. Aha. Das ist ein Assassiner. Oder? Ne, das ist ein Soldat. Habt ihr das gesehen? Wollt ihr den Handel abschließen? Natürlich. Diese Frau verführte mich mit gespielter Leidenschaft. Das Problem ist ihr spanisches Blut. Ich weiß es. Diese Unwahrheiten, die ihr so gelassen aussprecht, basieren nur auf Namen. Diese Länder, diese Gruppen sind so leichte Ziele für die Narren und die Tumpen. Sagt das ihr, der großen und mächtigen Duchessa. Putana! Ich habe es mir überlegt. Dieses verfluchte Gemälde sollte niemandem gehören. Nimm das Bild und suche nach Hinweisen. Und pass auf, es wurde von den Händen eines sehr klugen Mannes erschaffen. Behandle es mit Respekt. Geh. Warum ist er so verdammt schnell? Kann mir das einer mal erklären? Holy shit. Wie soll ich den bitte einholen? Ja, so auf jeden Fall nicht. So, auf jeden Fall nicht. So, ein Gemälde haben wir gefunden. Ein weiteres. Wir haben jetzt 2 von 5. Ein großes Turnier stattfinden wird. Es winken satte Preise für Sieger sowie Erfolge für die 2000 Kavaliere. Wir hätten nicht die Dächer benutzen dürfen, okay. Schade. Gut, damit war's das erstmal. Wir sehen uns hoffentlich morgen mit einer weiteren Folge. Also haut rein.